Code als gemeinsame Sprache. Mit einem Codecamp möchte das ZKM in die Welt des Programmierens einführen. Für Kinder und Jugendliche gehören digitale Geräte, Social Media und virtuelle Spiele inzwischen selbstverständlich zum Leben dazu. Allerdings erleben wir die digitale Welt in erster Linie als Konsumenten. Die Grundprämisse von der Ausstellung Open Codes hier am ZKM ist es, Code offen zu legen und die verborgenen Codes hinter unserer Welt sichtbar zu machen. Und das muss unserer Meinung nach schon im jüngsten Alter anfangen. Und damit man sich heute mündig und selbstbestimmt in unserer Welt bewegen kann, muss man einfach programmieren können. Programmierskills sind also nicht nur Erwachsenen mit Studium vorbehalten. Die abstrakte und komplexe Datenwelt wird mit dem Codecamp auch oder vor allem für Kinder erfahrbar. Wir haben hier gelernt, mit einer Schildkröte zu programmieren und ja, da kann man halt die ganzen Farben aussuchen und jeder macht jetzt gerade so sein eigenes Bild damit. Das haben wir in den letzten Tagen gelernt und ja, jetzt gibt es halt verschiedene Resultate. Also am allermeisten Spaß gemacht hat mir das vorhin das Musikprogrammieren, weil da waren richtige Experten dabei. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Da konnte man seine eigenen Lieder schreiben. Da hat man auch mal so ein bisschen gelernt, wie so zum Beispiel Musiker wahrscheinlich ihre Lieder schreiben. Das war einfach das beste Erlebnis, ja. Wenn Kinder das Programmieren entdecken, geht es also nicht um das Schreiben von Codezeilen. Hier erleben die Kinder, wie kreativ und produktiv Programmieren sein kann. Mit einem Zeichenroboter, der Turtle, erschaffen die Kinder kleine Kunstwerke. Besonderes Highlight der Veranstaltung war die Performance von Sam Aaron. Der Erfinder von Sonic Pi kam extra aus England angeflogen, um mit den Kindern zu arbeiten. Today we're going to learn, or this morning, we're going to learn how to make music with code. Aber die Kinder sind zum Teil auch weit gereist, wie die Coding Pirates aus Dänemark. Hier werden ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen, aber der Code als gemeinsame Sprache verbindet über alle Sprachengrenzen hinweg. Bei der zweitägigen Veranstaltung kooperiert die ZKM Museumskommunikation mit digitalen Bildungsinitiativen, dem 21st Century Competence Center und Code Your Life. Die Idee eines digitalen Lernlabors ist, dass Kinder frei improvisieren können. Mit Code, Code als verbindende Sprache, weil es ja ein internationales Camp, was wir haben. Das heißt, wir möchten gern, dass der Code sozusagen die Kinder verbindet und dass sie eigene kreative Ideen umsetzen. Den Kindern macht das Programmieren sichtbar Spaß. Sie entwickeln ihre eigenen Ideen und erzielen rasch konkrete Ergebnisse. Dabei erwerben die Kinder und Jugendlichen Schlüsselkompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Ein Ort wie das ZKM Karlsruhe mit seiner Ausstellung Open Codes bietet hierfür perfekte Rahmenbedingungen. Die Zukunft ist digital. Gestalten wir sie gemeinsam.